Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dalbert TV. So, es ist fast 4 Uhr. Ich bin in der alten Base, habe jetzt gerade nochmal die ganzen Sachen eingesammelt, wie den Lehmboden zum Beispiel, den wir ja brauchen, damit wir noch mehr Pflastersteine machen können. Ich habe jetzt schon Pflastersteinblöcke nebenbei produziert, habe jetzt die Nacht einfach hier oben verbracht. Was wir jetzt als erstes machen wollen, ist zum einen die Geschichte in den Kommis. Habt ihr mir geschrieben, dass ich die Laserzielhilfe anstatt in das Gewehr lieber in die Pistole reinmachen soll? Das werde ich jetzt direkt mal tun. So, zack, zack. Und dann soll es wohl auch möglich sein, das Ganze mit F zu aktivieren. Ah ja, guck mal, die sieht gleich schon besser. Oh, guck mal. Das ist schick. Das finde ich gut. Dann kann ich da. Wackelt ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Dann passt das soweit. Genau, dann steht jetzt für heute auf dem Plan. Ich habe jetzt so viel mitgenommen, wie es irgendwie ging. Ein Slot habe ich noch frei. Wir gehen einmal runter zum Fahrrad und dann würde ich gerne mit euch zum Händler. Da der aber noch nicht geöffnet hat und wir ja noch eine Mission haben, die quasi beim Händler nebenan ist, machen wir erstmal die gerade fertig und gehen dann rüber zum Händler. Ich habe jetzt auch die alten Videos nochmal angeguckt bezüglich der verschollenen Kiste. Gute Nachricht ist, es waren sogar 12.000 Jetons drin. Die schlechte Nachricht ist, sie ist trotzdem weg. Also ich habe sie definitiv hingestellt. Ich habe auch nochmal geguckt. Ich habe sie nicht, wie ich ja vermutet hatte, an den Grashalm gehängt, sondern ich habe sie wirklich frei auf den Boden gestellt, aber sie ist trotzdem nicht mehr da. Keine Ahnung, was da passiert ist. Sie ist halt einfach weg. Was soll ich sagen? Bringt jetzt auch nichts, da hinterher zu trauern. Es ist, wie es ist. Gut. Halt, habe ich hier nochmal so ein verkohltes. Bringt zwar nicht viel, aber dann geht zumindest das Zeichen hier unten mal langsam weg. Und wir kriegen noch einen Slot frei. Munition habe ich genug. Dann lasst uns jetzt einmal kurz zu der Mission rüber düsen. Da nochmal eine Kiste droppen. Ich hoffe, dass wir das diesmal hinkriegen, dass die nicht kaputt geht. Und nach der Mission gucken wir nochmal schnell beim Händler vorbei. Verkaufen dort. Und dann werde ich vermutlich nochmal einen kleinen Schnitt machen, zur neuen Base rüberfahren, so dass wir dann zum Ende der Folge hin, je nachdem wie gut wir jetzt hier durchkommen, da nochmal ein bisschen weiterbauen können. Ich bleibe jetzt erstmal noch auf der Straße hier bis zum Ende und dann sollte das funktionieren. Ach, das mit dem Kistendroppen, das ärgert mich. Also da muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube, ich werde es diesmal nicht irgendwie da. Kann natürlich auch sein, dass die nicht zerstört worden ist, sondern dass ich die vielleicht einfach zu nah an dem Gebäude dran gesetzt habe. Und als ich dann die Mission gestartet habe, die Kiste einfach despawned ist. Das wäre natürlich auch nochmal eine Sache. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr mir ja mal in die Kommis reinschreiben, ob euch sowas schon mal passiert ist und ob ihr wisst, warum es passiert ist. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich werde meine Kisten jetzt auf jeden Fall weiter wegstellen und beten, dass da nichts mit passiert. Ach, guck mal. Das ist ein Farm. Ach, das ist da, wo wir die Wildschweine erlegt haben. Pass auf, dann steigen wir jetzt hier ab. Basteln uns nochmal eine Kiste. Stellen die hier hin. Knüppel wieder unten rein. So. Also, Steroide brauchen wir nicht mit reinnehmen. Schmerzzeugs, Schiene auf jeden Fall. Stofffetzen brauchen wir nicht. Pflastersteine. Das kann alles rüber. Lehm. Ich hoffe echt, dass ich die nicht vergesse hier. Sonst bin ich ganz umsonst wieder zurückgedüst. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Nochmal sortieren. Ist mir eigentlich immer noch alles viel zu voll. Die brauchen wir nicht. Packe ich die rüber. Und die leeren Gläser. Passt. Okay, so, dann würde ich mir noch mal schnell ein bisschen was an Robotik-Geschützturm-Munition basteln, dass wir da noch ein bisschen was auf Reserve haben. Und dann würde ich sagen, starten wir da direkt mal durch. Ist ja das Bauernhof-Dingen hier, das sollte eigentlich nicht so lange dauern. Gucken, ob die Wildschweine vielleicht nachgespawnt sind. Da ist schon mal ein Bauarbeiter. Ja, ich glaube, die Wildschweine stehen da wieder. Eins zumindest. Das holen wir uns gleich, bevor er das uns angreift. Oh, das ging zügig. So, dann packe ich mir jetzt erstmal hier das Gewehr wieder rein. Ah ja, Fackeln habe ich auch ein paar nachgebaut, fällt mir an der Stelle gerade ein. Ups. Ach ja, ich habe ja das Mod rausgenommen. Ja, da kannst du nicht rüberhüpfen, mein Lieber. Na, das ging ja gut.
So, da vorne kriegen wir schon Gesellschaft. Probieren wir mal unseren neuen Laserpointer aus. Ist der überhaupt an? Ja, ist er. Super. Hilft auf jeden Fall nicht so richtig beim Zielen. Ich mache das mit Knüppel. Einmal, zweimal. So ist richtig. So, und jetzt wollen wir natürlich das Wildschwein, das lasse ich hier definitiv nicht liegen. Machen wir so. Nehmen wir das doch gerade mit. Und dann gehen wir mal rein ins Gebäude. Ich glaube, da drin ist gutes Loot zu holen. Da sind, glaube ich, Shotgun-Messia-Kisten und sowas drin, was wir auf jeden Fall gebrauchen können. Aber es dürften nicht so super viele Zombies sein, also sollten wir da eigentlich zügig durchkommen. So. Da ist ja noch ein Schwein. So, die Waffe nachgeladen. Die Waffe laden wir nach. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Fleisch. Sehr gut, weil Essen ist irgendwie immer noch eine Sache, wo wir richtig Probleme mit haben. Ich bräuchte auch mal ein besseres Messer irgendwie. Das dauert ja immer ewig hier mit den Schweinen. So, jetzt. So, Schaufel. Baumaterial nehmen wir natürlich alles mit. Da brauchen wir eine Menge von jetzt. Da ist noch Zement. Zack, haben wir auch. Oh, jetzt habe ich die Lampe kaputt gemacht. Ah ja, guck mal. Das ist ja gar nicht so groß. Nö, keiner, der wach wird. Bauen wir hier unten erstmal. Ach, war das nicht sogar die Scheune, wo immer diese Schlange da hinten um die Ecke steht? Schleicht er sich von hinten an, der Sack? Frech. Ich wollte doch Beton holen. Ja, ich glaube, da vorne liegt irgendwo die Schlange auf dem Boden oder oben und fällt dann die Leiter runter, wenn du da um die Ecke gehst. Irgendwas war da. So, erstmal alles eingesackt. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ein bisschen Müll. Noch mehr Müll. Das sind Knochen, die lasse ich jetzt liegen und die gehen nur nach draußen. Brauchen wir uns jetzt auch nicht weiter drum kümmern. So, ich glaube, hier kommt die Schlange runter. Ne, die liegt da. Sie ist schon tot. Ganz ruhig bleiben. Warum wird denn das jetzt so dunkel? So, die Schaufel wieder rein. Die Fackel wieder rein. Da ist nichts zu machen. Eine zerstörte Werkbank. Klebeband, das nehme ich gern. Das schaufeln wir gleich hoch. Erstmal gucken, wer sich hier noch versteckt. Niemand. Ui, einiges zu schaufeln hier. So, da haben wir jetzt ein bisschen weniger. Habe jetzt mal ein bisschen was rausgeschnibbelt. Wir trinken mal ein Stück. Ein Stück, genau, einen Schluck, wollte ich sagen. So, das haben wir alles. Kann ich mit dem Fass irgendwas machen? Nö. Hier so einzelne, die machen wir zusammen. Aber wenn das wieder so viel wird, dann mache ich da einfach mal den Pauseknopf. Das müsst ihr euch ja nicht angucken, wie ich da 30 Mal die Schaufel da reinballere. Das kennt man ja schon. So, dann lasst uns mal vorsichtig hoch. Kurz mal gucken. Noch eine Schlange haben wir nicht. Ah ja, ich glaube, hier unten ist jetzt nichts. Oben ist wieder was. Und da waren, glaube ich, sogar schon Ferals oder wie die heißen. Da drüben ist noch eine Lootbox. Ich glaube, das ist einfach nur runtergefallen hier. Ja. So, dann heben wir das hier noch schnell auf. Und dann geht's weiter. Ja, da oben. Da wartet garantiert noch was auf uns.
Da drüben sitzt einer oder liegt einer, besser gesagt. Vogelnest, nehme ich nur Eier mit. Hier ist nichts, was uns interessiert. Da ist meine Kiste, das ist schon mal sehr schön. Komme nicht ran. So, du fällst doch bestimmt runter. Sehr gut. So, dann lass mich mal schnell hier die Kiste wegschaufeln, dass ich zumindest meinen Vorratssack einsammeln kann. So, Mission haben wir safe. So, die Frage, wo ist der Kollege? Schafft er es hier hoch? Oh, jetzt ist er ganz runtergefallen. Das tut mir aber leid. Dann haben wir ja wieder ein bisschen Zeit. Doch einer sitzt da nicht. Das ist gut. Er muss jetzt erst beide Leitern hoch. Bis der hier ist, das wird einen Moment dauern. So, ich glaube, jetzt müsste er so langsam hier sein. Da ist er wieder. Perfekt. Wiederholen wir das Spiel doch einfach. Oh, jetzt hat er mir was gedroppt hier. Das nehmen wir natürlich mit. So, jetzt. Bier. Und noch eine Wahrnehmungsbrille. Nehmen wir alles. Perfekt. So, dann haben wir das. Das haben wir, das haben wir. Da ist noch was. Jetzt die Schaufel kaputt. Kann ich die reparieren? Jupp. So, und dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Guck mal, passt doch vom Timing her auch super. Händler ist schon offen jetzt. Was gibt's hier Schönes? Sand und Blei. Aber schön, dass ich mit meiner Ausdauer jetzt richtig gut hinkomme. Da wird garantiert Benzin drin sein. Jawohl, eine Shotgun-Messia-Kiste. Munition, sehr schön. Medizin. Dass ich kein Antibiotika finde, das ärgert mich so ein bisschen. Was haben wir hier Schönes? Könnte ich verkaufen. Für 24. Kriege ich das jetzt repariert? Was brauche ich denn dafür? Stofffetzen? Mit Stoff reparieren. Bisschen was zerlegen hier. Und dann holen wir uns noch die Shotgun-Messias-Kiste. Komm, mache ich gerade hier mit auf. Und dann haben wir es doch schon. Kann mit Leder repariert werden. Na, guck mal, das machen wir direkt. Und dann haben wir alles. Fallen wir runter. Ich bin jetzt ein bisschen überladen. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben das Fahrrad vor der Tür stehen. Muss ich gleich eh mal gucken, wie ich das alles hinkriege hier mit dem Haushalten. Ich glaube, jetzt habe ich mehr Zeugs dabei, wie ich eigentlich tragen kann. Sonst müssen wir erst einmal zum Händler und dann nochmal zurück zur Kiste. Irgendwie so. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja genug gestackt hier. Wir schleichen ein wenig. So, und ich glaube, wenn wir die Mission abgeben, wäre sogar noch ein Level Up drin. Und da fällt mir gerade noch was ein. 2 Punkte. Ich habe doch gespart. Hier wollte man nämlich noch einen reinballern. Zack. So, erstmal ans Fahrrad. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ach, ich muss so viel zurücklassen. Das ärgert mich tierisch. Reparieren muss ich nichts. Okay, dann gucken wir mal. Die Batterie, da habe ich jetzt auch mittlerweile genug von, dass ich mal ein bisschen was hin und her tausche, was ich verkaufen will. Hatte ich nicht jetzt auch diese Stoffrüstung? Wo habe ich die denn jetzt hingeschmissen? Die konnte ich, kann ich doch jetzt reparieren. Ich habe doch Stoff am Mann. Da bist du doch. Zack. Gibt es da wahrscheinlich auch mehr Geld für? Ja, guck mal, hat sich allemal gelohnt. So, das wird verkauft. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Das wird auf jeden Fall verkauft. Ich glaube, von den Brillen habe ich so noch keine. Okay. Gut, dann düsen wir jetzt einmal schnell runter zum Händler. Da vorne ist er.
Und dann kommen wir hier gleich wieder hin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das deichseln, dass ich alles mitnehmen kann. Sonst muss ich nochmal priorisieren oder so. Keine Ahnung. Da ist vielleicht noch ein Ei für mich drin. Oder auch nicht. Gut, Händler hat auf jeden Fall schon mal auf. Das ist gut. Waren hier jetzt noch Verkaufssachen drin? Der Eisen. Oh, der bringt richtig Kohle. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Die Jetons nehme ich auf jeden Fall mit. Und der Rest kann bleiben, wo es ist. So, und dann lass uns mal gucken. Das Problem ist, ich habe jetzt schon wieder keinen Slot frei, oder? Das heißt also, er wird, was auch immer ich kriege, wird da wahrscheinlich gleich liegen bleiben. Schmeiße ich erstmal kurz Samen oder sowas vor die Tür. Hier, so. Sachen, die ich gerne hätte, aber die jetzt nicht ultra wichtig sind, die schmeiße ich jetzt mal immer weg. So, Klauenhammer 192, da haben wir, glaube ich, schon eine Dreier von. Und die bringen uns jetzt nicht so viel mehr, aber 192, dann nehmen wir die und verkaufen sie wieder. So, Inventar. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ist das schon? Die Batterie wollte ich verkaufen. Wie kann ich die denn reparieren? Glaube ich gar nicht. Aber ist egal, ich verkaufe sie. So, nehmen wir einmal den Quatsch auf, den ich hier runtergeworfen habe. Eine Mission machen wir jetzt natürlich auch. Oh, und wir hatten Händler-Reset. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal gucken. Westlich, westlich. Nehmen wir mal eine beseitige Zombies. So. Dann lass uns doch mal gucken, was du hier Schönes für uns hast. Elektrozaunpfosten. Waffentaschenlampenmod. Bergbauhelm. Jetzt habe ich das Ding gekauft. Ich hätte. Und er hat den Mod drin. Warte mal. Da kann ich doch jetzt einfach hingehen und sagen, verändern. Gib mir die Mod. Abschließen. Dann gehen wir hier rein, gehen auf verändern. Schmeißen wir die Mod rüber. Gehen auch auf abschließen. Kann ich das Ding eigentlich mal reparieren hier? Mit Eisen. Habe ich doch. Muss ich vielleicht so machen? Ah ne, ich muss es ausziehen, ne? Sonst geht's nicht. So, jetzt. Das dauert. Jetzt habe ich sie. So, jetzt haben wir Licht, meine Lieben. Das ist das Beste, was mir passiert ist heute. Den hauen wir wieder raus. So, jetzt gucken wir hier nochmal im Secret Stash weiter durch. Eine Waffentaschenlampe brauche ich jetzt ja nicht mehr. Compound-Bogen ist noch was Schickes, aber das lasse ich jetzt alles mal sein. Ein Mini-Motorrad für 18.000. Guck mal, das hätten wir uns jetzt wahrscheinlich kaufen können. Fast zumindest. Ach, wie ärgerlich. Naja, ist wie es ist. So, dann gucken wir hier nochmal. Chemikalien. Ist jetzt auch nichts, was ich sage, will ich unbedingt haben. Munition, Handwickel, das habe ich selber verkauft. Robotik-Hammer Stufe 4. Kostet 1.400. Ach, das ist der Hammer. Ne, den Hammer will ich nicht. Alles gut. Batteriebank. Bleibatterie für Autos. Gezähnte Klinge. Kann ich, glaube ich, nicht in meinen Knüppel reinstecken. Kleidung. Auch nichts, wo ich sage, will ich haben. Das hier kaufe ich. Bringt zwar nicht viel, aber ist egal. Gut. Dann essen wir jetzt schnell, benutzen. Benutzen. Die beiden Dosen können wir dann zerlegen. Supi. Dann haben wir jetzt ein paar Plätze frei. Dann laufen wir jetzt mal zurück. Oh, dass ich jetzt diese Helmmod habe, ist ein Traum. Dann brauche ich jetzt diese Fackelhandtiererei nicht mehr machen. So, einmal schnell gucken. Hier ist jetzt noch Platz drin. Packe ich jetzt hier Benzin einmal rein. Dann ist voll. Und dann fahren wir einmal zurück zur Kiste. Das machen wir noch zusammen. Gucken mal, was wir brauchen. Und dann düse ich offscreen rüber zur neuen Base.
Aber jetzt mit einem Blick auf die Uhr werde ich da eine neue Folge draus machen. So, wo sind wir denn? Da hinten ist, glaube ich, die Kiste gewesen, ne? Oder? Da liegt sie doch. Augen auf im Straßenverkehr. So, also, Lehm brauchen wir definitiv. Die brauchen wir definitiv. Das würde ich gerne mitnehmen, das auch. Das löst nämlich nochmal Essensprobleme. Das Zeug zum Einschmelzen eigentlich auch. Das tausche ich jetzt mal aus gegen die Pflanzenfasern. Aber noch irgendwas, was nicht so wichtig ist, was ich hier lassen kann. Tierfett zum Beispiel. Nehmen wir die mit. Sand würde ich jetzt mitnehmen wollen. Knochen will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ne, denn, ach, wobei die Samen brauche ich auch nicht. Da nehmen wir dann das hier für mit. So, und dann mache ich mir hier nochmal eine Markierung auf der Map. Wegpunkt speichern. Keine Ahnung. Ich nehme mal das hier. Lagerkiste. So, dann haben wir das schon mal safe. Und irgendwas hatte ich gerade noch auf dem Schirm, was ich machen wollte. Pflastersteinplatten. Nochmal welche bauen. So. Judy, dann würde ich sagen, ich düse jetzt rüber zur neuen Base. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.